www.kindernetz.de. Bei Schmecksplosion feiern die Schwestern Carolina und Carlotta heute mit ihrer Freundin Sanna ein typisch schwedisches Fest. Hallo, ich bin Carolina und ich bin 11 Jahre alt. Und ich bin Carlotta, 9 Jahre alt. Unsere Mama kommt aus Schweden. Und wir leben in Bad Nauheim. Und heute feiern wir das Lucia-Fest. Wir tanzen beide gerne, wir singen. Und Schauspielern gerne, wir sind auch, also wir gehen auch in die Schauspielschule und wir spielen Tennis und Klavier. Und in den Sommerferien fahren wir dann meistens zu unserem schwedischen Oma und Opa. Und dann baden wir ganz oft, weil die leben sehr nah am Meer. Mir gefallen die Wälder sehr. Ich mag auch sehr, wenn wir dann in Schweden ankommen, weil dann ist so alles anders. Es sind dann nicht so ganz viele unterschiedliche Häuser, sondern die meisten sind entweder gelb-weiß oder rot-weiß. Heute feiern wir die heilige Lucia. Da sind wir alle in einer Kirche. Dann singen wir halt über die Sankta Lucia. Wir beide singen auf jeden Fall mit und unsere Mama. Und jetzt seit neuestem singt auch unser kleiner Bruder, der Oskar, mit. Der hat sich auch dieses Jahr mal getraut, beim Lucia-Umzug mitzumachen. Jedes Jahr am 13. Dezember feiern die Schweden das Lucia-Fest zu Ehren der heiligen Lucia. Sie lebte vor über 1700 Jahren auf Sizilien und war sehr gläubig. Legenden erzählen, dass das junge Mädchen sich mutig um andere Menschen kümmerte. Zum Beispiel brachte sie Gefangenen Essen in dunkle Kellerverliese. Dabei trug sie einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf. Früher fand der Lucia-Tag am kürzesten und dunkelsten Tag des Jahres statt, der Wintersonnenwende. Heute ist das Lucia-Fest der Start in die Weihnachtszeit. In Schweden beginnt das Fest schon morgens. Die Kinder wecken ihre Eltern, als Lucia oder Sternenjungen verkleidet, mit Gesang und Lysekatter-Gebäck. Doch schulfrei gibt's nicht. Der Tag ist kein gesetzlicher Feiertag. In vielen Orten wird eine Lucia gewählt. Es werden Umzüge veranstaltet und abends gibt es oft ein Konzert in der Kirche. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann Lucia zu werden, da es ja schon eine große Rolle ist und man dann also einmal so die Hauptperson ist. Und ich glaube, das ist schon eine sehr schöne Erfahrung, weil man es ja auch einmal nur sein darf. Wir backen heute Lysekatter. Das ist ein sehr berühmtes Gebäck, wenn man Lucia feiert. Und so sehen sie aus, die Lysekatter. Diese leckeren Kringel werden die Schwestern heute für ihr Lucia-Fest backen. Und dabei sind sie nicht alleine. Sanna ist nicht nur die Nachbarin von Carolina und Carlotta, sondern auch eine richtig gute Freundin. Die Sanna, die ist ein sehr nettes Mädchen und wir machen auch sehr viel mit ihr und man kann sehr viel Spaß mit ihr haben. Wir spielen ganz oft Spiele, so wie Halligalli und so, und turnen auch gerne an der Reckstange, weil sie ist auch sehr gelenkig und so. Also Carlotta und Carolina sind beide sehr verrückt. Auch wenn Carolina jetzt 2 Jahre älter ist als wir beide, kann man mit ihr trotzdem super spielen. Die drei sind ein super Team. Ganz sicher auch beim Lysekatterbacken. Ich weiß, wie es aussieht, aber wie es heißt oder was es genau ist, weiß ich halt nicht richtig. Heute werden die Kinder Lysekatter backen. Und wir backen das ganz viel jetzt in dieser Jahreszeit. Und die können das machen. Das ist aus Safran und Wasser. Und wir haben das jetzt schon vorbereitet, weil es muss eine halbe Stunde stehen. Jetzt brauchen wir nämlich einen Topf und da brauchen wir die Butter. Jetzt nimmt man hier Hefe, aber du musst wissen, das stinkt sehr auf den Händen, an den Händen. Hier. Einfach hier so zerbröseln. Die Butter ist auch schon geschmolzen. Jetzt kommt hier die Milch rein. So wirklich nur ein bisschen. Und das Gemisch kommt nun zu der zerbröckelten Hefe in die Küchenmaschine. Ja,
Es kommt das Safran rein. Der Safran ist ganz wichtig für die gelb-orangene Farbe und gibt auch mal noch so einen sehr schönen Geschmack. Stimmt, die Farbe ist wirklich schön gelb. Fehlen nur noch Zucker und Mehl. Schüttet man einfach so viel rein, bis der Teig schön fest ist. So. Die Küchenmaschine knetet jetzt den Teig. Und sieht's gut aus? Ja. So. Guck mal, wie schwer der Teig ist. So, am besten, damit wirklich alles schon da ist, machen wir das jetzt mal. Der ist richtig klebrig. Mhm. Ja. So, am besten überdecken wir das jetzt mit einem Tuch. Eine ganze Stunde hat der Hefeteig nun Zeit, um schön aufzugehen. In Schweden ist es so, dass die Kinder, die Eltern morgens mit Lucia-Gesang wecken. In den Schulen wird auch gesungen und viele Arbeitsplätze oder die meisten Arbeitsplätze dann haben auch einen Lucia-Umzug. Und es wird auch viel in Altersheimen gesungen, in Krankenhäusern. Und ja, es geht so über den ganzen Tag, dass es gesungen wird. Wow! Okay, der ist auf jeden Fall fertig. Ich hole jetzt das Mehl, sonst bleibt der Teig nämlich auf der Decke stecken. Mhm. Der eigentliche Knetspaß geht jetzt erst richtig los. Der ist richtig klebrig. Ja. Boah. Carlotta und Carolina haben schon oft Lüssekatter gebacken und kennen jeden Handgriff. Okay, jetzt müssen wir das erstmal zu einer großen Wurst rollen. Langen Wurst. Guck mal, wir können dann schon anfangen. Ja. Und zwar, die muss dann ungefähr so lang sein, damit man die ein bisschen einrollen kann. Wenn du dann so eine Wurst hast, dann rollst du die immer so bis ungefähr in die Mitte ein. Und guck, dann siehst du, dann ist das da so ein Kringel. 2 bisher, wuhu! Nee, du kannst noch ein bisschen weit. Oh? Ja, du solltest fürs Erste reißen. Okay, ist die Lüssekatte. Aber gut für den Ersten. Ziemlich klebrig, ja. Aber cool. Kannst du drauflegen? Alter, der ist voll schön. Schau dir den mal an. Wenn wir die Lüssekatte fertig gebacken haben, dann bringen wir sie mit. Wir fahren heute nach Frankfurt, da haben wir ein Konzert. Und nach dem Konzert werden wir dann diese Lüssekatte essen. Wie wird das eigentlich heute Abend auf dem Konzert dann werden? Also, es gibt ein Lied und es kennt fast jeder, also in Schweden. Und das Lied, das singen wir halt, das hörst du als allererstes, es ist, wenn und wir reinkommen. Allerletztes. Und als allerletztes, das heißt, wenn wir wieder rausgehen. Das heißt Sankta Lucia. Könnt ihr das auswendig? Ja. Sankta Lucia, ljus klara hägring, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Boah, das hört sich aber schön an, das Lied. Ja, ja, oh, wie süß. Yes, ich bring den Teig mal zurück. Oh, jetzt ist der kaputt gegangen. So, jetzt müssen wir da Rosinen reinmachen. Aber damit die auch schön halten und auch knusprig werden, müssen wir so eine Vanillebutter machen. Dafür brauchen wir einfach die 2 Tüten und schütten sie hinein. In den 2 Tüten ist Vanillezucker. Und den vermischen die 3 einfach mit der Butter. Ich hol schon mal die Rosinen. Mhm. Und jetzt kommt unser super Trick. Und zwar, wenn ihr die Vanillebutter hier und hier auf die Enden kleckst, dann werden die Lüssekatte richtig schön knusprig. Ein toller Insider-Tipp von den Lüssekatter-Profis. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Weil ich kann das überhaupt nicht. Lüssekatter. Lüssekatter? Katter. Katter. Ja. Lüssekatter. Und die sehen heute richtig gut aus. Dann stellen wir die jetzt in den Ofen. Ja. Jetzt können wir 10 Minuten warten. So werden die Lüssekatter noch rechtzeitig fertig, bevor es zum Lucia-Konzert geht. Wir werden ein weißes Kleid anhaben, was bis zu den Füßen geht. Und dann, also wir Mädchen haben dann ein rotes Band
um die Teile. Die Männer haben das nicht, aber dafür haben die dann einen Hut auf dem Kopf und so einen Sternenstab. Und wir Mädchen haben dann noch so Glitzer in den Haaren. So, sie sind fertig und sie sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Sie sehen richtig lecker aus. Die riechen so gut. Mhm. So, jetzt können wir die alle da reinpacken. Die sind aber gut geworden. Danke. Danke. Ihr könnt den Korb nehmen und dann nehme ich die Kleider. Jetzt aber schnell. Carolina, Carlotta und ihr Bruder Oskar müssen sich vor dem Konzert noch umziehen und proben. Sanna will alles hautnah miterleben und fährt auch mit. Ihr seht schön aus, aber warum hat Oskar was ganz anderes an als ihr? Der Oskar ist ein Junge und hat deswegen einen Hut und eine Sternenstange. Und was habt ihr dann dagegen? Ich habe leider nur eine elektrische Kerze und Caro schon eine echte, weil die ab dem 5. Schuljahr dürfen schon eine lebende Kerze haben. Dann bin ich mal gespannt und viel Spaß. Danke. Danke. In wenigen Minuten beginnt das Konzert. Sannas Mutter ist auch gekommen und Sanna bewacht den Lüssekatterkorb für später. Der Chor zieht in die Kirche ein. Die Lucia geht vorne weg mit dem Kerzenkranz. Santa Lucia, heilige Lucia. Dieses Lied kennen so gut wie alle Menschen in Schweden. Es ist was Schönes. Da hat man alte Erinnerungen von der Kindheit. Das ist ein sehr schöner Tag. Es ist ja in Schweden fast der dunkelste Tag des Jahres. Und wenn dann die Lucia kommt mit Kerzen in den Haaren, es ist einfach wunderschön. Mir hat das Einlaufen richtig gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird. Das habt ihr ganz toll gemacht. Dafür habt ihr euch Bücher verdient. Das war jetzt mein allererstes Konzert. Und ich finde, das ist schon großartig, wie man da, wenn man nach ganz nach vorne guckt, übers Publikum, sieht man da von der Lucia die Lichter und man sieht nicht die Person, das ist so wunderschön. Da fühlt man sich irgendwie zu Hause, wenn man mit den anderen Leuten singt. Aber ich fand es schön, wie man im Spiegel so nur die Kerzen gesehen hat. Ja, das war gar nicht die schön, Person. Dass wir uns nicht versungen haben. Jetzt ehrlich. Das Konzert war ein voller Erfolg. Und die Lüssekatter? Die Lüssekatter haben mir sehr gut geschmeckt und ich finde es toll, dass wir die alleine auch so gut hingekriegt haben. Die sind uns sehr gut gelungen. Dann hat man so was vielleicht im Magen gehabt nach dieser langen Aufführung und das ist einfach sehr toll. Ich fand den ganzen Tag sehr schön, weil wir haben gesungen und geprobt und gebacken und uns vorbereitet und es war schon eine sehr schöne Weihnachtsstimmung. Die Lüssekatter haben sich jetzt alle verdient. Wenn ihr auch mal Lüssekatter backen wollt, dann geht auf www.schmexplosion.de. Santa Lucia, Jusklada Hagrid, Spirito Winternacht. Noch ein letztes Mal singen Carolina, Carlotta und ihre Freunde das Lied von der heiligen Lucia. Mit dem Lucia-Fest am 13. Dezember beginnt für schwedische Familien nun die Weihnachtszeit.